Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever. Wir setzen eigentlich genau dort an, wo die letzte Folge geendet hat. Ich hatte noch ganz kurz die Schrebergartensiedlung gezeigt und jetzt bekommt ihr hier die Grundsteinlegung, quasi die Basics, die grundlegenden Sachen einer Schrebergartenkolonie per Bastelzeitraffer zu sehen. Das ist bei mir persönlich eigentlich immer dieselbe Herangehensweise. Ich verlege mir die Fußwege, damit ich halt so eine grundlegende Struktur für so eine Schrebergartenkolonie bekomme. Dann setze ich die Hütten und schließe die Hütten mit Fußwegen an. Da kann man dann natürlich auch noch schön Besuchermagneten reinsetzen mit geringer Kapazität, dass da halt beispielsweise einfach 3, 4, 5 Leute im Monat hinlaufen. So, das ist für die Inszenierung natürlich eine schöne Geschichte. Dann die Hecken ziehe ich immer gerne außenrum, um die Parzellen dann einzugrenzen. Die Hecken drängen sich ja förmlich auf dafür. Ich muss auch sagen, generell, das ganze Schrebergarten-Thema hat sich wirklich auch prächtig entwickelt. Also wenn ich das vergleiche mit den ersten Versuchen, klar, mittlerweile sind natürlich auch einfach die richtigen Mods am Start. Wir haben alles zur Verfügung, was man braucht. Also da bleiben echt keine Wünsche offen. Dieses ganze Kleingarten-Asset-Paket ist halt wirklich ganz, ganz hervorragend. Und das Ganze in Kombination hier mit diesen Fußwegen, mit passenden Texturen und so weiter und so fort. Da kann man wirklich sehr, sehr schöne Dinge entstehen lassen. So, kleiner Themensprung. Das U-Bahn-Betriebswerk. Was ich hier gerade entstehen lasse, ist einfach so ein kleiner Abstellbereich. Ausgehend von diesem oberen Schienenstrang, der quasi von links unten nach rechts oben durchs Bild läuft, habe ich hier die Abstellungen reingezogen. Das Ganze dann auch schon mit Spitzkehren versehen und die Pros hinten dran gesnappt. So, und dann sieht das eh schon gar nicht mal so schlecht aus. Dann habe ich hier auch überall Fußwege zwischen reingezogen, damit die ganzen abgestellten Fahrzeuge halt auch erreicht werden können von den Arbeitern auf dem Gelände. Ich denke mal, das kann man so auch ganz gut machen. Dann noch eine weitere Spitzkehre hinzugefügt und eine Waschhalle auf das Gleis gestellt. Dann auch direkt noch eine Waschlinie angelegt. Ganz simple Nummer, die fährt halt von Spitzkehre zur Spitzkehre und die eine Spitzkehre befindet sich eben in dieser Waschhalle. Hier sieht man auch schon schön, da habe ich die ganzen Münchner U-Bahnen abgestellt. Und hier gibt es nochmal so einen kleinen anderen, also einfach einen kleinen Abstellrangierbereich außerhalb des Betriebswerksgeländes. Natürlich auch direkt mit Spitzkehren versehen, damit ich dann auch Einparklinien anlegen kann. Das habe ich, glaube ich, auch mit in der Zeitraffer drin gelassen, damit man das auch nochmal gesehen hat. So, hier kommt nochmal, ich glaube, man nennt das Ausziehgleis, kann das sein? Naja, einfach eine Gelegenheit für die Fahrzeuge, um umzusetzen oder irgendwie zum Rangieren halt, sowas in der Richtung, hatte ich mir da vorgestellt. Und jetzt kommen auch direkt die Einparklinien drauf und die wunderbare alte Münchner U-Bahn Baureihe A, die immer noch in Betrieb ist und tatsächlich auch teilweise, glaube ich, sogar noch mit der ganz alten Lackierung. Also ich fahre fast täglich U-Bahn und ich bin auch fast täglich mit dieser alten Baureihe unterwegs. Also die ist schon noch unterwegs im Einsatz. Wahrscheinlich nicht auf allen Linien. Ich glaube U3, U6 haben sie mittlerweile komplett runtergeschmissen. Aber da, wo ich so unterwegs bin, meistens U1 und U2, da ist die schon noch häufig anzutreffen. Dann hier das modernere Modell. Auch nochmal dazu geparkt. Und so schlecht sieht das alles gar nicht aus. So, dann das hatte ich auch schon ganz kurz gezeigt, dieses Speditionsunternehmen oder irgendwie so ein Logistikzentrum. Das wollte ich dann hier ganz gerne noch mit dran haben, in Stadionnähe. Auch eine ganz simple Nummer. Ein paar Industriegebäude, die mir passend erschienen, abgestellt. Das ganze Ding natürlich eingezäunt. Und ihr kennt das Spiel ja. Anschließend kommen die Texturen drauf und dann natürlich jede Menge LKWs.
Nur so im wirklichen Detail-Deko-Bereich habe ich jetzt hier noch nichts getan. So, jede Menge LKWs verteilt. Zu viele? Ich denke nicht. Das ist durchaus realistisch, wenn man sich ein bisschen in der Realität solche Gelände mal anschaut. Das kommt schon vor, dass da ganz, ganz viele LKWs abgestellt sind. Im Münchner Osten befindet sich zum Beispiel so ein Gelände. Ich glaube, es ist auch von DAXA oder sogar die DAXA-Zentrale. Ich weiß es nicht. Und die haben da wirklich, ich weiß nicht wie viele, aber es müssen Hunderte sein, gefühlt zumindest, wenn man sich die Bilder anschaut. LKWs und Sattelschlepper da abgestellt. Deswegen denke ich mal, ist das durchaus realistisch, so wie ich das hier veranstaltet habe. So, das ist jetzt hier in Ufernähe. Das hatte ich ja, glaube ich, auch letzte Folge ganz kurz gezeigt. Da habe ich dann eben nochmal so einen kleinen Park angelegt. Viel Grünzeug verteilt. Und das ist halt quasi die simpelste Variante, wie man so einen Park anlegen kann. Einfach ein paar Fußwege reingezogen, ein bisschen Grünzeug. Vielleicht noch ein paar Steine reinschmeißen. Brunnen kann immer nicht schaden und wer mehr möchte, kann das ja gerne tun. Aber das muss nicht bei jedem Park der Fall sein, denke ich mal. So, dann wieder einen kleinen Sprung zurück zum Stadion. Bäumchen pflanzen. Und alles schön voll parken. Ja, das war, also bevor diese Mod erschienen ist, mit den vielen verschiedenen Autos, die man parallel und gleichzeitig setzen kann, war das wirklich sehr, sehr mühsam, weil man ja wirklich jedes einzelne Auto setzen musste. Und so geht das schon alles deutlich schneller über die Bühne. So, wir befinden uns bei der U-Bahn-Station am Stadion. Das Ganze ein bisschen eingezäunt, dann tun sich auch die Sicherheitskräfte leichter, wenn hier die Fanmassen durchgeschleust werden und noch ein paar dekorative Elemente, Kiosk, Toilettenhäuschen etc. So, weiter am Schrebergarten, weil ich das ja vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, dass die sich halt wirklich schön entwickelt haben. Da bin ich jetzt auch dazu übergegangen, das ist auch nochmal so ein wirklich schönes Element, wie ich finde, diese ganzen bunten Büsche da zu verteilen und dann auch mit den passenden Bodentexturen noch zu arbeiten und das ergibt wirklich ein wunderbares Gesamtbild. Also ich würde fast behaupten, das ist bislang die schönste Schrebergartenanlage, die ich so gebastelt habe. Schön bunt mit ein paar farbigen Highlights. Das kann sich doch wirklich sehen lassen. So, und dann auch schon ein bisschen mehr Detailarbeit mit Personenassets. Der kriegt hier noch ein bisschen Arbeit von mir spendiert. So, viel Spaß. Und wo ich gerade diese ganzen Grasbüschel sehe, der Erschaffer dieser Grasbüschel, der SwissCH nennt er sich, der gute Mann, der hat mir tatsächlich geschrieben, dass die da wohl in Planung haben, dieses ganze Setzen von Grasbüscheln auch in der Mod zu verändern. Also dass man das halt auch großflächig betreiben kann, weil bislang ist das ja auch eine relativ mühsame Geschichte. Weil man halt wirklich jeden Grasbüschel einzeln setzen muss und daran schrauben die gerade rum. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird auch, wenn das alles gut funktioniert und tatsächlich genauso umsetzbar ist, dann wird das wirklich eine sehr, sehr dankbare Geschichte. Also eine Riesenbereicherung mal wieder. Oder Erleichterung in dem Fall. So, dann ist die Schrebergartenkolonie auch schon fast abgeschlossen. Fügt sich auch gut ein, oder? Also die gefällt mir schon ausgesprochen gut. So, weiter wieder mit ein bisschen Stadtgebastel. Es ist alles ein bisschen bunt gemischt heute in der Bastelzeit, Rafa, aber ich denke mal, das ist ja auch nicht so schlecht, wenn es ein bisschen abwechslungsreicher ist und einfach verschiedene Themen behandelt werden. Ich dachte ehrlich gesagt, ich hätte mehr von dem Betriebswerk mit reingepackt, aber da habe ich mich wohl irgendwie ein bisschen getäuscht. Oh, diverse verschiedene Beispiele, wie man Wohnblöcke anlegen kann. Großflächig auch vor allem, oder relativ großflächig in dem Fall.
Und ja, ich nehme tatsächlich immer noch teilweise die Straßen zum Einebnen her. Das ist einerseits Gewohnheit, aber auch andererseits, ich finde es praktisch. Ich finde das keine schlechte Herangehensweise. So, und der übliche Kram. Fußwege. Um dann auch die ganzen Wohnblöcke anschließen zu können, mit Besuchermagneten natürlich. Da werde ich auch noch überall Leute einziehen lassen. Parkmöglichkeiten selbstverständlich. Ja, sorry Leute, ich dachte echt, da kommt jetzt viel mehr vom... ich hatte das ganz anders in Erinnerung. Ich dachte, da kommt viel mehr von dem Betriebswerk. Muss ich nochmal meine Dateien durchforsten. Vielleicht habe ich die echt übersehen und vergessen reinzuschneiden. Dann kann ich euch das gerne noch nachliefern. Aber wir schauen uns das Gelände ja sowieso alles noch in Ruhe in-game an. Deswegen ist das, glaube ich, nicht zu dramatisch. So, alles noch ein bisschen anpinseln und dann sind wir auch fast durch mit der Zeitraffer für heute. Noch ein bisschen mehr Grünzeug dazu packen. Und so wächst und gedeiht das Ganze nach und nach. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Und wir schauen uns das Ganze natürlich nochmal ein wenig hier in-game an. Beginnen wir vielleicht mal mit der Schrebergartensiedlung. Da habe ich auch schon ganz vernünftige Kameratool-Aufnahmen vorbereitet. Wir gehen hier einfach mal so ein bisschen durch. Und ich finde, also wie gesagt, gerade diese ganzen bunten kleinen Gebüsche, wenn ihr nicht wisst, wo ich die her habe. Also ich habe mir diese Mod installiert namens gezielt platzierbare Bäume, glaube ich, heißt das. Und dann sind eben diese ganzen hier, dieser europäische Herbst zum Beispiel mit einsortiert. Da sind dann schon so bunte Gebüsche mit drin, verschiedenste Varianten. Und dann haben wir hier noch irgendwo diesen Indian Summer, glaube ich, heißt das. Genau, der Indian Summer. Da sind auch nochmal, ne, andere Farbvarianten, glaube ich, sind da nochmal mit drin. Irgendwo hatte ich da auch diese blauen Gebüsche mit einsortiert. War das überhaupt hier? Ja, diese roten Gebüsche gefallen mir auch sehr gut. Dann haben wir noch diese, was hatten wir gerade, hatten wir die Herbstbäume schon? Genau, die Herbstbäume und Frühlingsbäume gibt es ja auch noch. Da sind dann auch diese bläulichen Gebüsche zum Beispiel mit drin und so weiter und so fort. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, diese amerikanischen Bäume, da ist natürlich auch viel dabei, was für ein europäisches Szenario eher ungeeignet ist. Aber da sind halt zum Beispiel auch nochmal diese ganzen kleinen Gräser mit einsortiert und diese Gebüsche. Und das hier, was man ja, was vorher eigentlich nur in der BLS-Mod verfügbar war, hier ist es auch nochmal alles mit einsortiert und halt vor allem auch dieses Zeug hier, was ich auch sensationell finde, um zum Beispiel Bahnanlagen auszudekorieren. Und hier ist nochmal so ein karges, kleines Gebüsch mit drin. Dieser Farn ist auch mit drin, den ich auch wunderbar finde, den benutze ich auch sehr, sehr gerne. Den hier habe ich gemeint, der ist halt auch echt super für Bahnanlagen. Schauen wir uns auch gleich an auf dem Betriebswerksgelände, da habe ich das nämlich auch alles benutzt. Wenn wir hier durch sind in der Schrebergartensiedlung. Okay, dem Bahndamm könnte ich noch ein Geländer spendieren oder vielleicht sogar einen Schallschutz. Aber es wäre irgendwie ein bisschen schade. Ich will auch nicht überall Schallschutz haben. Ich glaube fast, dass so ein Geländer hier angemessener wäre, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mir gerne eure Meinung dalassen. Aber ich finde, ein Geländer wäre bei diesem Fall, also bei diesem Bahndamm angemessener als ein Schallschutz. Hier könnte man vielleicht dann mit dem Schallschutz beginnen, weil hier ja tatsächlich die Wohnblöcke auch ziemlich nah an der Strecke sind. Aber ansonsten würde ich das eher offen gestalten. So, gehen wir hier nochmal ganz kurz durch. Ah, kann sich sehen lassen, oder? Das ist doch wirklich eine vernünftige Schrebergartenkolonie. Ach ja, genau, diese S-Bahn-Variante habe ich jetzt auch mal auf die Linie geschickt. Das ist, glaube ich, die aus dem Ruhrgebiet, oder? War das die? Steht das hier irgendwo? Kann man das auf die Schnelle rausfinden? Normalerweise ploppt doch hier auch so eine Übersicht auf. Aber es gibt ja die 423 und da gibt es ja verschiedene Varianten und die aus dem Rhein-Ruhr müsste das gewesen sein. Die habe ich halt tatsächlich noch nie verwendet. Asche über mein Haupt. Die habe ich jetzt mal auf diese Linie gesetzt. So, den ganzen Bereich hatten wir eigentlich schon in der letzten Folge.
könnte gerade mal schauen, was in der Zeitraffer zu sehen war. Welches Viertel war das denn? Ich glaube, da habe ich hier drüben irgendwo rumgebastelt. Ja, genau. Das ist der ganze Kram aus der Zeitraffer. Hier habe ich jetzt nochmal alles mit Gebüschen übersät. Vielleicht wird das einfach nochmal so eine Art Brachfläche, die ich dann noch einzäunen werde. Gibt es ja auch. Sieht man ja auch regelmäßig in Großstädten. Und hier ist eben jetzt dieses Viertel, was ihr in der Zeitraffer gesehen habt. Mehr wird da auch nicht mehr passieren. Ich denke mal, ich werde noch überall Autos hinparken. Und das reicht dann auch für diesen Bereich. Hier habe ich angefangen, eine Schule zu basteln. Das wird dann aber auch, das wird wahrscheinlich eine eigene Folge werden, wenn ich mich mal um die ganzen Bildungseinrichtungen gekümmert habe, weil es wird auch noch eine Universität geben, vielleicht sogar nochmal eine technische Universität. Vielleicht kann ich das auch noch irgendwie hervorheben, dass man da irgendwie optisch zumindest einen Unterschied erkennen kann. Aber das ist halt jetzt erstmal so ein simples Schulgelände mit Parkplatz und Sportanlage und so weiter. Das ist so ein Thema, was ich dann nochmal aufgreifen werde. So, das hatte ich auch schon mal kurz gezeigt. Ich denke mal, also in diesem Viertel wird es sich schon noch lohnen, ein bisschen weiter im dekorativen Bereich zu arbeiten. Deswegen werde ich das auch irgendwann nochmal thematisieren in irgendeiner Folge, wenn ich hier Zeit und Lust hatte, ein bisschen weiter dran rumzuschrauben. Deswegen lassen wir das auch einfach mal links liegen hier an der Stelle und schauen uns mal das Betriebswerkgelände an, beziehungsweise hier eben diese Speditionsfirma, Logistikzentrale, was auch immer das darstellen soll. Mir ist da auch nicht mehr passiert, aber am Betriebswerkgelände habe ich in der Zwischenzeit noch ein bisschen weiter rumgeschraubt. Also, ich hatte es gerade schon erwähnt, wo wir hier mit den Gebüschen unterwegs waren. Die habe ich hier mal auch vielfältig zum Einsatz gebracht. Und gerade diese kleinen Gebüsche, die hier so ein bisschen verdörrt wirken, die finde ich halt echt super passend für Bahnanlagen. Dann Signale habe ich schon gesetzt. Ja, mit den Signalen, das ist auch so ein Thema im U-Bahn-System. Die haben ja ein eigenes Signalsystem. Ich weiß auch gar nicht, also auf die Schnelle habe ich jetzt keine passende Mod gefunden für U-Bahn-Signale. Deswegen habe ich hier jetzt einfach mal mit Sperrsignalen gearbeitet. Ich denke mal, für ein Betriebswerksgelände ist das schon alles vernünftig. Dann habe ich hier auch mit DB-Signaltafeln gearbeitet. Das würde halt eigentlich, wahrscheinlich haben die auch irgendwie eigene Signaltafeln und dergleichen. Aber mangels Alternativen habe ich jetzt eben diese ganzen Dinger verwendet. Dann hier auch diese Stromhäuschen von Mario Tator. Das war, glaube ich, sein Erstlingswerk. Oder eins seiner Erstlingswerke, der ist da so ein bisschen ins Modding eingestiegen und ich finde, das ist auch echt eine wunderbare Bereicherung. Kommt in vielen, vielen verschiedenen Varianten und ich habe jetzt auch so langsam aber sicher mal begonnen, die überall zu verteilen. Geht natürlich auch wunderbar mit diesen Kabelkanälen zusammen, ne? Dann führen die ganzen Kabel, werden hier gebündelt durch den Kabelkanal zu den Stromhäuschen geführt und dann ergibt das Ganze auch Sinn. Und ich finde, das fügt sich alles wunderbar ein. Da ist auch schon ein bisschen Güterverkehr im Hintergrund unterwegs. Ich glaube, der fährt zum Atomkraftwerk. Genau, das ist die Strecke, die zum AKW führt. So, ja, wir bleiben mal beim Betriebswerk. Wie man sehen kann, jede Menge U-Bahn geparkt. Alles bunt durcheinander gemischt. Die verschiedenen Varianten der Münchner U-Bahn mit verschiedenen Lackierungen. Da drüben stehen größtenteils die moderneren Triebfahrzeuge. Gleisfeldleuchten habe ich ergänzt und hier auch die Kabelkanäle bis zur Werkstatt hintergezogen. Bauarbeiter bzw. Personal aufgestellt. Dann habe ich hier diese Wartungs-Service-Plattformen von Huge Dragon noch hinzugefügt. Und weil man die Personenassets ja praktischerweise auch in der Höhe einstellen kann, kann man hier natürlich auch problemlos Arbeiter auf diese Plattformen draufstellen. Hier mal eine Europalette reingeschmissen, alles so ein bisschen zuwuchern lassen. Nicht zu viel natürlich, weil hier wird ja auch gearbeitet. Aber hier wird auch nicht jeden Tag einer mit dem Rasenmäher durchgehen. Deswegen ist das schon okay, wenn hier ein bisschen Gebüsch in der Gegend herumwuchert. Dann diese Beleuchtung habe ich hier nochmal reingepackt. Ist auch von Huge Dragon, diese Yard-Beleuchtung. Fügt sich auch sehr schön ein. Mal ein paar Fässer reingemischt. Mal hier so eine Werkzeuglieferung reingemischt. Kann man auch so machen, denke ich. Ja, und so ist das Ganze doch eigentlich eine ganz nette Geschichte geworden. Dann hier drüben ist dieser ganze Abstellbereich, den ich in der Zeitraffer hatte. Da habe ich dann nochmal hier so
Das sind ja, glaube ich, eigentlich sollen das so Bahnübergangshäuschen sein, aber ich finde, die gehen auch wunderbar als irgendwie Geräteschuppen durch oder sowas in der Richtung. Die habe ich dann hier auf die Fußwege draufgepackt und so kann ich dann halt auch wunderbar das Ganze schön elegant mit Besuchermagneten lösen und hier überall mit ganz geringen Kapazitäten zum Beispiel einfach Arbeitsplätze schaffen. Also mit 2 bis 3 Besuchern im Monat, dann laufen hier auch ab und zu mal ein paar Leute durch die Gegend. Hier sind nochmal mehr von diesen kleinen Stromkästen, die ich schon angesprochen hatte. Verschiedene Varianten, diesen etwas höher angesetzten und hier diesen ganz normalen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein super Asset. Also finde ich sehr, sehr schön, weil bislang habe ich nämlich immer, es gibt ja dieses französische Asset-Paket, was ich auch trotzdem natürlich sehr, sehr schön finde. Aber das war eigentlich die einzige Möglichkeit, um diese Stromkästen vernünftig darzustellen. Das ist hier irgendwo mit einsortiert. Diese Dinge habe ich halt sonst bislang immer verwendet dafür. Und jetzt haben wir halt wirklich so ein ganzes kleines Paket mit verschiedenen Stromkästen. Und das ist halt schon deutlich glaubwürdiger, finde ich. So, der ist unterwegs auf der Waschlinie. Okay, dieses Stellwerk passt vielleicht nicht ganz so rein, gebe ich zu. Hier ist nochmal eine Waschhalle, warum auch nicht. Der ganze Abstellbereich. Hier habe ich mit einer anderen Variante von den Gleisfeldleuchten gearbeitet, einfach um ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Und das ganze Gelände hier noch komplettiert mit diversen Werkstattgebäuden. Die Keimauer habe ich noch unterschlagen, die habe ich auch noch nebenbei irgendwann reingezogen und einen Schallschutz draufgepackt, um das Gelände irgendwie nach außen ein bisschen abzuschirmen, abzusichern. Und ich denke mal, das kann man schon auch genau so machen. So. Dann sind wir eigentlich so weit durch mit diesem ganzen Betriebswerksgelände. Ich denke mal, ich werde am Detailgrad noch so ein bisschen schrauben, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich soweit erstmal fertig hier an der Stelle. Wundert euch nicht, wenn anschließend noch die Kameratool-Aufnahmen kommen. Die habe ich gestern schon aufgenommen und da habe ich den Detailgrad hier noch nicht so hoch gemacht. Da habe ich jetzt einfach vor der Aufnahme gerade nochmal irgendwie eine knappe halbe Stunde rumgeschraubt und dieses ganze Gebüsch und so weiter verteilt. Deswegen sehen die Kameratool-Aufnahmen einfach ein bisschen nicht ganz so schön aus, aber ich denke mal, das wird auch nicht so schlimm sein. Ach ja, genau, das hatte ich ja ganz unterschlagen. Ja, das ist alles noch Work in Progress hier, diese ganze, der ganze kleine Containerverladebereich, genauso wie hier drüben die Betriebswerke. Ihr seht schon, da habe ich jetzt einfach mal Texturen aufgetragen, aber da gibt es auch noch einiges zu tun. Das wird dann auch noch irgendwann über die Bühne gehen und ich denke mal, hier muss ich jetzt auch nicht wirklich drauf eingehen. Auf diesen ganzen Umschlag, Container-Umschlag-Bereich, denn das wird auch einfach irgendwann nochmal zusammengefasst zum Themenkomplex Güterverkehr und dann in irgendeiner Folge abgearbeitet, wenn das hier alles mal ein bisschen weiterentwickelt ist. So, den Abstellbereich kann man vielleicht gerade nochmal kurz unter die Lupe nehmen, den habe ich glaube ich auch noch nicht erwähnt, damit man das Ganze hier nochmal gesamt sehen kann. Hier ist eben dieses kleine Rangiergleis noch. Ich habe überall mit diesen Dammwänden noch gearbeitet, habe das Ganze hier nett versucht auszukleiden. Und damit das auch mit diesen ganzen Höhenunterschieden ein bisschen netter aussieht. Und ich finde, dieser ganze Bereich, das ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Cool, gefällt mir. Das ist vielleicht noch erwähnenswert, dass ich per Zufall bin ich da drauf gekommen, als ich diesen Bahndamm hier verlegt habe, diesen viergleisigen. Da war das halt mit den Höhenunterschieden so, dass er mir hier halt eine Brücke angeboten hat. Und dann habe ich hier einfach eine Brücke reingezogen. Das sah dann aber, stellt euch vor, hier sind diese ganzen Dammbauelemente nicht vorhanden. Dann ist hier halt eine Brücke mittendrin, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Und dann habe ich aber festgestellt, dass man an diese Brücken, also das ist eine stinknormale Brücke, die hier steht, ne, ihr seht schon, da, auch da kann man diese Dammbauelemente dran schnappen. Also zumindest funktioniert das mit diesen ganzen Elementen hier, die ich auch ganz gern verwende. Ich kann es ganz kurz mal demonstrieren. Also man sieht schon, man kann die Dinger hier auch einfach an eine ganz normale Brücke dran schnappen lassen. Und dann hat das halt den Vorteil, dass man hier auch mal so einen Durchgang noch lassen kann. Möglicherweise einfach damit hier irgendwie Landwirtschaftsarbeiter hier diese Bereiche auch alle erreichen können, wenn es mal wieder so weit ist, dass hier ein paar Bäume gefällt werden müssen oder irgendwie Gebüsche zurückgestutzt werden. Und hier einfach kann man auch mal so einen kleinen Durchgang hier nochmal schaffen. Hier so ein bisschen schmalere Variante. Ist ein nettes Stilmittel, was man auch auf jeden Fall so benutzen kann. So, dann schauen wir mal. Zoomen wir mal etwas raus und nehmen das ganze Gelände nochmal hier vollständig unter die Lupe, damit man das Ganze einfach nochmal ein bisschen einordnen kann. Also Stadion und das ganze Umfeld mit hier ein bisschen Gewerbegebiet,
bisschen Wohngebiet. Hier befindet sich der Verkehrsübungsplatz. Das hier war auch in der Zeitraffer zu sehen von der ganzen Weile. Hier dieses etwas gehobenere Wohnviertel. Dann hier so die Wohnviertel rund um das Klärwerk. Ach ja, genau, das wird auch nochmal ein Thema. Hier habe ich nochmal eine weitere S-Bahn-Station in Arbeit. Das kam auch als Vorschlag in den Kommentaren, dass sich da doch ganz gut noch eine Station einfügen würde und gerade auf Höhe. Ja, es macht einfach Sinn, hier noch eine weitere S-Bahn-Station einzufügen, damit diese ganzen Wohngebiete halt einfach einen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr haben und halt auch dieses ganze Wasser. Aufbereitungswerk hier auch direkten Anschluss an das Verkehrsnetz hat. Das habe ich noch in Arbeit, werde ich in irgendeiner Folge dann nochmal bei Gelegenheit vorstellen. Und dann blicken wir nochmal in die andere Richtung. Und ja, ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Da geht es eben dann Richtung Stadt. Kernstadtgebiet, Innenstadtgebiet. So sieht's aus. Gut, liebe Freunde des gepflegten Schönbaus, dann soll es das auch gewesen sein. Inhaltlich sind wir durch. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Vergnügen mit ein paar bewegten Bildern hier aus diesem Viertel und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin und macht's gut.